Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe One Continue Challenge, heute mit Hook für das Super Nintendo. Den Film damals als Kind fand ich gut, aber auch angsteinflößend, aber das Spiel habe ich dazu wirklich nie gespielt. Deswegen bin ich gespannt, wie weit komme ich heute mit einem Continue. Bis gleich nach dem Intro. Willkommen zurück bei Hook. Grafisch sieht das schon mal wirklich gut aus, muss ich ehrlich sagen. Bin sogar richtig geflasht. Okay, wow. Also für ein Lizenzspiel hätte ich schon mal eine andere Optik erwartet. Aber das macht wirklich was her. Aber Hook habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich jetzt nicht so einen Bezug habe. Ich kann mich noch an Rufio erinnern. Dieser Typ mit den rot-schwarzen Haaren auf seinem Surf-Skateboard. Ach, da ist er ja. Das ist wahrscheinlich Rufio. Ha, stimmt. Der war ziemlich cool. War ja so der Anführer mehr oder weniger der Lost Boys. Nannte man die Lost Boys? Ich glaube schon. Oder Lost Kids eher. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das nur Jungs waren. Ach, und an den jungen Links in diesem Matrosen-Outfit kann ich mich noch erinnern. Oh, da bin ich jetzt echt gespannt aufs Spiel. Was ich überhaupt spiele. Irgendwie kann ich mir genauso gut einen Sidescroller vorstellen, also einen Action-Plattformer, aber auch irgendwie eine isometrische Sicht. Und verwandelt in Peter Pan und gleich mal irgendwie 15 Kilo abgenommen. Okay. Wow, okay. Also ich kann sehr hoch springen. Ich kann schlagen. Auf A und X mache ich bisher nichts und auf L und R auch nichts. Oh, das ist schon mal mit Zeit. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Auch die Animationen vom Peter selbst. Richtig, richtig gut. Oh, sogar Wetter. Aber da oben ist zwar so eine Anzeige für Fly, aber ich habe das Gefühl, ich kann noch nicht fliegen. Kann ich schwimmen? Ja. Okay, hier muss ich ganz schön... Unter Wasser musste ich jetzt ganz schnell triggern, um ihn nach oben zu bekommen. Ach, ich habe nur noch ein Leben. Oh mein Gott, ich will nicht, dass das so schnell vorbei ist. Meine Power ist oben mittig. Zwei grüne Pilze. Was soll das sein? Ich weiß nicht. Also ich kann nur zwei Hits aushalten. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Was habe ich da eingesammelt? Okay, es ist, sieht unfassbar gut aus, aber es ist richtig Try and Error. Also man kann sich immer ein Stück vorarbeiten, aber es ist nicht ohne. Aber die Steuerung ist gar nicht so verkehrt. Ach, ich muss gedrückt halten, dann fliegt er hoch, nicht triggern, okay. Ja, man lernt immer aus. Vielleicht komme ich ja zumindest zum Ziel hier. Ah, die Wettereffekte sind auch richtig cool gemacht. Gerade bei Regen, jetzt ein bisschen Wind. Und der im roten Hemd läuft immer von links nach rechts, wie so eine grüne Schildkröte bei Turtles, sage ich schon. Bei Mario, und der im gelben Hemd läuft über die Kanten hinweg. Okay, wenn ich springe und B nochmal drücke, dann kann ich in der Luft bleiben. Jetzt drücke ich es nochmal und komme wieder runter. Jetzt sogar Schnee, okay. Ah, eieiei. Verdammt, okay. Okay, mein letztes. Gab anscheinend keinen Checkpoint. Auf jeden Fall muss ich jetzt gucken, ob sich mein Flymeter von alleine wieder aufladet. Langsam gewöhne ich mich auch an diesen hohen Sprung. Oh, das Spiel ist echt nicht schlecht. Also wenn ich bedenke, was ich hier in diesem Format schon für
komische Spiele gespielt habe, die entweder schlecht oder hässlich waren oder manchmal sogar beides. Aber das hier geht in Ordnung. Jetzt schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Okay, ein Hit und dann war's das. Okay, die Kirsche hat mir ein Energiepoint wiedergegeben, was sehr gut ist. Jetzt habe ich ihn nicht zweimal erwischt. Wenn ich mir vorstelle, das hier ist das Trainingslevel. Ich glaube, das kann schon knackig werden. Okay, okay, okay. Jetzt ist echt... Oder ich muss ganz hoch. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Ja, erwischt, sehr gut. Gut, dass er so weit springen kann. Eine Kirsche. Komme ich da nicht hoch? Nee, mein. Ich kann nicht hochfliegen. Doof. Hab schon alles aufgebraucht. Kann ich das nicht wieder aufladen? Hm, nee. Anscheinend nur, wenn ich bei so einer... bei Tinkerbell oder wie sie heißt bin. Immerhin habe ich den ersten Bossgegner gesehen. Oh, das war's leider schon mit Hook für das Super Nintendo. Gar nicht so schlecht, sieht unfassbar schön aus. Schöne Effekte, schöne Sprites. Das Gameplay mit dem Schwert und den Fliegen, glaube, das kann echt was im Laufe des Spiels. Man muss sich nur ein bisschen reinfuchsen, aber ich bin wirklich positiv überrascht von Hook. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.